Versager. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputin und Ivan. Wir im Studio, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute zum allerletzten Mal, ja. Und zur Jubiläumsausgabe, ja, haben wir weder Mühen noch Kosten gescheut und sind für euch, ja, live hier ins Stadion. Hat Ball und schießt zu Özil. Ja, jetzt gehen auf Tor. Ja, also ihr seht, wir sind hier in der VIP-Lounge, ja, in Port Elizabeth. Im Hintergrund hört man auch die Vuvuzelas, ja. Wenn er noch diesen Vuvuzela-Knopf da drückt, ja, dann könnt ihr zweimal Vuvuzela hören, ja. Ja, um für euch vor Ort, live vor Ort zu berichten, ja. Wir haben auch das Studio hier mitgenommen, ja. Und während wir hier so ein bisschen Prickelwasser trinken, ja, mit Alkohol drin, ja. Prickelwasser? Prickelwasser, ja, also so ein bisschen Shampoo-Ersatz, ja. Schauen wir hier eine hervorragende Spiel. Uruguay führt gerade 2:1, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit bis... Schwibschwab. Ja, Ivan, hat Schwibschwab dafür bezahlt, dass wir sie erwähnen? Was hat das Management zu uns gesagt über Schleichwerbung? Wir haben einen hohen Marktwert. Wenn wir jemanden erwähnen wollen wie Schwibschwab ohne Zucker, dann muss Schwibschwab ohne Zucker uns auch Geld dafür geben. Verdammt nochmal. Ich mag übrigens Chio-Chips. Ja. Nee, es waren ja Frischchips, für die wir Werbung machen. Ja, ich mag die auch, ja. Und Beefy mag ich auch noch sehr, 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 sehr gerne. Genauso wie Bastian Schweinsteiger, ja, womit wir schon beim Thema wären. Ich mag Ja-Salami von die Rewe. Die weiße, wo Ja drauf steht. Ja, aber geben die... Ivan, du verstehst das mit... wenn man nur 2 Jahre in die Schule geht, ja. Ja, wie gesagt, Bastian Schweinsteiger wird wahrscheinlich zum besten Spieler des Turniers gewählt. Warum, weiß ich nicht. Ja, weil er heute auch schon wieder versagt, ja. Deutschland hat ja bekanntlich gegen Spanien verloren. Ja, ich meine, ich habe es ja schon immer gewusst, dass Deutschland keine Chance hat gegen Spanien, ja. Aber ich war ja so euphorisiert, ja, nach dem Sieg gegen Argentinien, dass ich gar nicht mehr auf den Spielplan geguckt habe, ja. Wenn ich gewusst hätte, dass sie als nächstes gegen Spanien spielen, ja, pfft, ja, mein Gott. Der hätte ich bestimmt nicht auf Deutschland getippt, ja? Wer ist denn so blöd und stimmt dagegen gegen Spanien? Wann hat denn das Spanien das letzte Mal verloren, ja? Das ist ja schon ja, mindestens 2 Wochen her. Also von daher, was sollte da überhaupt schief gehen, wenn die gegen Deutschland spielen halt, ja? Und Tor! Oh, 2 Tore! Tor für Deutschland! Tor? Nein, ich für Deutschland? Ich für Deutschland! Tor! Tor für Deutschland! Tor für Deutschland! Durch, wer war das jetzt, Ivan? Ein deutscher Spieler. Ja, wer war das jetzt, Ivan? Vielleicht Mehmet Özil. Oder Boateng. Ja, das ist das Problem, wenn man live im Stadion ist, ja, dann sind da halt da unten, die haben so Ameisengröße, ja, und da kann man nicht sehen, immer wer das war. Weil ja. Du hast schlechte Monitor und Fernseher kaputt. Ja, natürlich haben wir hier in der VIP-Lounge natürlich auch einen Monitor, ja, damit das hier, damit hier man nicht rausschauen muss, ja. Maximal pigmentiert. Ja, also... Aber nicht das Tor... Ah, Jansen war es. Marcel Jansen, ja, der Kopfballgott aus Hamburg, ja. Hat sich da reingeschmissen, vollkommen unkoordiniert, aber ist irgendwie ins Tor gegangen. Ja, es steht 2:2. Ich habe ja auch auf Deutschland getippt, das muss man ja sagen. 2000 Euro, um genau zu sein. Und zwar nicht, weil ich jetzt glaube, dass Deutschland irgendwie groß eine gute Mannschaft hat, sondern weil Paul es vorausgesagt hat. Ja. Oh, Paul Powers. Nein, nicht Paul Powers, sondern Paul Krake, ja. In Oberhausen, ja, schwimmt da so rum, blub, 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 ja, und hat bis jetzt alle Fußballspiele der Welt richtig vorhergesagt, ja, unter anderem auch, dass Deutschland gegen Uruguay gewinnt, und ja. Andere Tor hat geschossen, Müller steht da. Ja, das haben unsere Fans ja auch schon gesehen, ja, bestimmt, ja, also, wenn ihr das hier seht, ist das Spiel bestimmt auch schon vorbei, ja, und dann wisst ihr natürlich auch, dass ich gewonnen habe, weil ja Deutschland dieses Spiel gewinnen wird, ja. Ja. Ja, der Ivan, der ist ein bisschen beschwipst, ja. Weil wenn kaum gibt's kostenlos Alkohol, ja, da kennt er dann keinen Halt mehr. Hast ja, du kostenlos dann... Alkohol? Ich gehe mal in die Küche und guck, ob du hast. Ja, in die Küche unserer VIP-Lounge, ja. Ja, also wie gesagt, Pauli Krake, ja, ist ja jetzt das berühmteste Tier der Welt inzwischen, ja. Weil sie alle Spiele vorausgesagt hat, ja. Und ich habe mich halt wieder abspülen. Küche sieht aus wie Sau. Warum soll ich abspülen? Dafür habe ich doch Personal. Oh, beinahe Tor. Ja, was war denn das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Verdammt nochmal! Da muss man direkt aufs Tor schießen! Da tanzt der da rum! Denkt er, dass er hier ein Brasilianer wäre oder was, der Türke? Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen nervös, ja. Ich meine, 2000 Euro sind schon draufgegangen, einmal für England, ja, weil ich da unbedingt auf den da hören musste, ja. Und aber ich habe gesagt Deutschland. Ja, hat's was gebracht? Ivan, hat's was gebracht? Ja? Sind die etwa im Finale? Schauen wir jetzt das Finale an oder das beschissene Spiel um Platz 3? Was verdammt nochmal niemanden, kein Schwein auf dieser Welt interessiert. Ich Platz 3, guter Platz. Paul hat gesagt Platz 3. Paul ist ein gut. Idiot, er ist ein Engländer.
Aber hat, Paul isst Fleisch aus Dosen! Aber er hat gesagt... Paul geht in einen Pub! Hat gesagt, dritter Platz besser als vierter Platz und besser als fünfter Platz. Ja. 2 Jahre Schulbildung, ja. Da kann man sowas auch gut finden. Ja, wie gesagt, also ich hoffe hier wirklich, dass die Deutschen gewinnen, damit ein bisschen Patte wieder reinkommt, ja. Also es geht ja nicht, dass ich jetzt hier als Fußballexperte dann hier abgezockt werde, ja, nur weil hier die FIFA ständig irgendwelche Spiele schiebt, ja. Mein Gott, nimm dir doch den Ball ab! Verdammt! Da stehen! Was? Über! Also ich habe mich hier jetzt mal schön auf ein 4-0 gefreut, der Deutschen, ja? Wir haben jetzt schon in 3 Spielen 4 Tore geschossen und jetzt die Urus, warum wehren die sich überhaupt? Ja, das ist ein Schlachtvieh. Ich habe auch übrigens morgen auf Spanien getippt, ja? Aber dann nur 500 Euro. Weil die Spanier sind auch unschlagbar und auch Paul sagt das. Paul Krake immer. Nein, Paul die Krake. Paul die Krake. Ich habe auch schon. War der auch schon Gast hier? Nein, der ist ja ein Aquariumblob, der kommt ja gar nicht raus, ja. Aber ich habe ja auch schon den Vorschlag unterbreitet, ja, den Paul, ja. Dass Paul er mal. Powers. Dass er mal in sein Aquarium so ein Set mit 49 Schächtelchen versenkt wird und die ersten 6, die er nimmt, ja, werden dann durchnummeriert und dann auf dem Lottozettel angekreuzt, ja. Da wird man bestimmt Millionär. Und Zusatzzahl? Ja, die braucht man ja nicht, wenn man 6 richtige hat. Da braucht man ja dann nur noch die richtige Superzahl. Ja. Aber das geht ja, indem man 10 Scheine ausfüllt, wo jeweils die Endziffer, also 0 bis 9, ja. Also da braucht ich man habe, ja, da geht man auf jeden Fall sicher. Ich ja. habe Witz, willst du hören? Eigentlich nicht, okay. Aber erzähl. Ja. Also Kraken Paul kriegt genauso viel Luft wie du im Kopf. Verstehst du in Wasser? Nee, verstehe ich eigentlich nicht, Ivan, ja, aber ich verstehe jetzt so einiges nicht, ja, unter anderem, wie du hier so entspannt vor dem Fern, also vor dem Wohn, also vor dem Fenster zum Spielfeld sitzen vor kannst. Vor deinem Monitor. Nein, nicht vor meinem Monitor, vor dem Monitor von der Wittblonge. Mein Gott, Ivan, das hatten wir doch besprochen. Ich wollte hier sagen, dass ich in Südafrika bin, dass die Leute denken, ich bin nicht nur ein Loser, der zu Hause auf seiner scheiß Couch sitzt und versucht, Videos zu machen, die jemanden interessieren. Ja, ich wollte euch übrigens was zeigen, ja, ich habe mir Windows 7 installiert, ja, und Windows 7 hat sich auch aktualisiert, wie ihr sehen könnt. Ja, hat insgesamt nur 10 Stunden gedauert, ja, aber jetzt läuft das System echt top, ja. Also, Videoschneiden ist natürlich auch richtig gut gelungen und, wir bekommen Besuch. Brigitte. Brigitte! Verdammt nochmal, Brigitte, was soll das denn jetzt? Ja, mir reicht das jetzt. Jetzt kommen hier die lustigsten Schlafmasseln. Sie schreien hier die ganze Zeit rum. Ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Brigitte, du kannst doch nicht einfach wegschalten, wenn ich hier gerade... Das lustigste Schlamassel von Welt ist lustig, Super RTL. Brigitte! Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich möchte mir den Scheiß nicht mehr antun. Das ist Blödsinn. Ich habe dich doch in Folge 70 überfahren. Erzählen Sie nicht so einen Scheiß, ich habe überlebt.